Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's, Eva. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag und ich möchte heute für euch die Verlosung vom 20. Booktuber Adventskalender-Türchen, Gott, ist das ein schwieriges Wort, ja, aufnehmen. Zu gewinnen gab es bei mir einmal dieses Päckchen hier mit Aera und der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Und das zweite Päckchen, die Fallout-Trilogie und auch nochmal die Weihnachtsgeschichte. 33 Teilnehmer gab es für Aera und die Weihnachtsgeschichte und 13 Teilnehmer für Fallout. Es haben also reichlich Leute mitgemacht. Und da gehen wir jetzt gleich mal in die Verlosung. Ja, ich habe hier ein super kleines Döschen, was irgendwie viel zu groß wirkt für 33 Lose, fertig gemacht. Und da lose ich jetzt erstmal aus, wer denn Aera bekommt. Noch ein bisschen schütteln. Huch, da kommt mir direkt eins entgegengeflogen. So, und das Gewinnerlos ist... Kommt mir schon wieder eins entgegengeflogen. Ja, ich will aber ja nicht die nehmen, die mir entgegengeflogen kommen. Ich nehme mal das hier von unten. Spannend, spannend, spannend. Kann man das lesen? Jana, na, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst Aera. Das erste Päckchen bekommst du zugeschickt. Päckchen Nummer 1 bekommst du. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Jetzt geht's aber auch gleich weiter mit dem zweiten Päckchen, mit der Fallout-Trilogie. Und ich drücke euch nochmal die Daumen. So. Jetzt habe ich hier auch nur noch 13 Lose drin. Ich mache nochmal einmal den Deckel drauf. So, und wer bekommt die Fallout-Trilogie? Eines dieser 13 Lose. Und ich nehme mal wieder eins von unten. Ja! Kann man es lesen? Yvonne Augustine, herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch an Jana Na und an Yvonne Augustin. Es freut mich, dass ihr teilgenommen habt und dass auch zahlreich so viele teilgenommen haben. Meine Sprache ist heute nicht mehr so ganz die beste. Ja, ich mache die Pakete hier demnächst. Also ja, morgen wahrscheinlich direkt mache ich die Abreise fertig, verpack die alle. Und sobald ich dann von euch die Adressen bekommen habe, wo die denn hin sollen, gehen die natürlich auch schon direkt auf den Weg. Ich hoffe, dass ich bereits euch einen kleinen Kommentar hinterlassen habe, in dem ich euch beiden mitgeteilt habe, dass ihr gewonnen habt. Und in dem Kommentar findet ihr dann natürlich auch die E-Mail-Adresse, an die einmal bitte die Adresse von euch zu gehen hat. Ich lösche die natürlich hinterher wieder, keine Angst. Ansonsten hier nochmal eben eingeblendet, die E-Mail-Adresse ist weltinbuchstaben@web.de. Ja, und ansonsten sind die Weihnachtsfeiertage jetzt tatsächlich auch schon vorbei. Und ich habe eine neue Kamera gekriegt. Vielleicht sieht man das so ein bisschen an einem anderen Winkel. Ich bin auch noch so ein bisschen am Gucken, dass ich nicht oben oder nach unten gucke. Also ich muss nach unten gucken und ich gucke es auch so ein bisschen nach oben manchmal. Ja, das ist die Canon Legria Mini X, die ich geschenkt bekommen habe. Da haben immer alle meine Verwandten zusammengelegt und ich habe mich richtig drüber gefreut. Und ich hoffe, dass die mir noch lange erhalten bleibt und ich sie viel, viel in Benutzung haben werde. Guck mal, meine Schwester hat auch was geschenkt gekriegt und jetzt sitzt sie vor meiner PS4. Oh ja, ich habe sie abgelenkt, das tut mir leid. Wie gesagt, eigentlich kann ich gar nicht mehr viel sagen. Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Gott, es ist bei mir schon etwas später. Und ich laber nur noch Scheiße. Ach genau, was ich noch sagen wollte. Für mich geht's morgen wieder Richtung Göttingen in die Kur zurück. Kur, Dingens, Bummens, irgendwas. Und ich weiß nicht, vielleicht nehme ich diese Kamera mit. Über Silvester sollte nochmal wieder was kommen. Genau, an Silvester sollte eine weitere Auslosung kommen, weil es gibt ja noch ein weiteres Gewinnspiel. Am 24. konntet ihr nämlich bei mir auf dem Kanal eine kleine Verlosung zu dem Grumpkissen finden. Wer da noch nicht reingeschaut hat, das Video ist unten verlinkt in der Infobox. Schaut einfach mal rein. Es würde mich freuen, wenn ihr da noch zahlreich dran teilnehmt. Da könnt ihr bis zum 31. um, na, sagen wir 11 Uhr dran teilnehmen. Danach werde ich auslosen und dann wird ebenfalls noch hoffentlich jemand Anfang des nächsten Jahres ein tolles Paket zu Hause bekommen.
Ja, ich drücke euch die Daumen für weitere Auslosungen. Und was ich noch gesehen habe, wir gehen mittlerweile auf die 100 Abonnenten zu. Ich sag erstmal danke, danke, danke dafür. Das ist ein total komisches Gefühl. Also ich bin total verwirrt irgendwie. Klar, da hat jetzt wohl auch ein bisschen die Gewinnspielzeit was mit zu tun. Aber das freut mich total, dass doch so viele auch beschlossen haben, tatsächlich zu bleiben. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Und ich bin langsam am Überlegen, was ich denn halt Abonnenten-Special machen soll. Ob ich überhaupt eins machen soll. Wünscht ihr euch eins dafür? Ansonsten einfach gerne alles in die Kommentare hauen. Und was ich noch sagen wollte, genau, bei meinen Sub-Videos gab es bei den letzten beiden Videos ein paar Probleme. Ich kriege das jetzt über die Feiertage nicht mehr nach oben geladen. Das heißt, es kann sein, dass es da ein paar Verzögerungen gibt. Ich kann nicht versprechen, dass es rechtzeitig online gehen wird. Die werde ich aber sonst auf jeden Fall später hochladen. Keine Angst, das fällt nicht weg. Ich kann halt nur noch nicht genau sagen, wann. Ja, und das war's dann auch schon eigentlich wieder für dieses Video. Ist viel länger geworden, als es eigentlich sollte. Ja. Wie gesagt, freut mich, dass ihr dabei seid. Schön, dass du reingeschaltet hast. Und bis nächste Woche, weil da gibt's bestimmt wieder ein Subvideo.